So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Einfach nur ein kleines Lückenfüller-Video, damit trotzdem Freitag und Samstag auch noch was kommt, während der Umzug dann im Prinzip beendet wird und ich ab Sonntag dann aus neuer Location streame, Location mache, Tour. Die anderen sind gerade in der Küche und unterhalten sich über Speckbrötchen, nee, über Eierbrötchen mit Schinken oder irgendwas, keine Ahnung, was irgendwo im Rucksack gefunden wurde von irgendwem anderen. Wer sind die anderen? Das ist der Hannes, das ist der Thomas, das ist die Shenaya. Der Timo wollte heute vorbeikommen, weil wir heute am Karfreitag nochmal grillen wollten zusammen zum Abschluss. Und ja, ich sitze jetzt hier, ich warte eigentlich, wir wollen gleich noch ein Raid machen in der Raid-Gruppe und möchte euch mal ein Thema zeigen, was wir eigentlich letztens schon in dem Video bearbeitet haben und deswegen dieses Video komplett überflüssig ist, aber der Baloo mir was gezeigt hat, was ich noch nicht wusste und ich dachte, wenn ich es noch nicht wusste, wissen es vielleicht manche von euch auch nicht. Ich habe beim letzten Mal noch ein Video gemacht, mein glücklichstes Legendäres, wo ich schauen wollte, wie viele Lucky Trades, garantierte Lucky Trades habe ich gemacht bei den diversen legendären Pokémon und eins war dabei, das hat die meisten gehabt, das war nämlich das Regieis. Das kann man auch hier nochmal sehen, der liegt jetzt genau bei 180 Trades und mittlerweile ist jetzt auch das 100%ige Regieis am Start. Damit sind wir jetzt also erstmal fertig. Weiter wird es bei mir mit Kaburiki gehen, weil da die XL auch schon voll sind, aber ich habe es mir damals sehr umständlich gemacht, die jedes Mal zu zeigen und wieder auf den Decks zu gehen und dann wieder rumzuscrollen in der Liste und alles. Und das war total umständlich, das hat sich ewig in die Länge gezogen. Baloo hat mir gezeigt, es geht ja viel einfacher, wenn ihr auf euren Pokédex geht, könnt ihr hier oben rechts einfach auf die Lupe gehen. Und da habt ihr nochmal extra Begriffe, die ihr andrücken könnt. Und wenn ihr dann im Pokédex auf Legendär geht, dass der Pokédex nach Legendär gefiltert ist, zeigt euch das ja auch nur die Legendären an. Und das finde ich cool. Wer das schon kannte, schreibt es mal rein. Wer nicht, der hat es vielleicht jetzt gelernt, dass es so einfach schnell geht. Ist auch direkt hier nach den Regionen unterteilt. Da könnt ihr alles sehen, was da drin ist an irgendwelchen legendären Zeug. Und wenn man da drauf geht, kann man einfach durchwischen. Dann hätte ich nämlich gar nicht alle extra zeigen brauchen. Wir können aber jetzt schauen, wie viele habe ich von welchem gemacht. Und was ist das meiste? Normalerweise müsste das meiste Mewtwo sein. Und danach müsste Ho-Oh kommen und auf Platz 3 Darkrai. Darkrai taucht hier sowieso nicht auf, ist ja kein legendäres. Aber mal schauen, was die Unterschiede sind, welches Pokémon von mir viel geratet wurde und welches wenig geratet wurde. Wenig wahrscheinlich die, die bisher nur einmal da waren und noch nicht shiny sein können. Und die, die richtig gut sind, wahrscheinlich mit viel Fett dran und der Rest halt weniger. Arktos liegt mal hier bei 205. Zapdos liegt mal bei 156 und Lavados bei 133. Und das klingt erstmal ganz überschaubar. Mewtwo sind wir bei 1205, also gefühlt 1000 mehr als der Rest. Dann haben wir Raikou mit 253, Entei mit 189, Suicune mit 237. Das Traurige ist, hier ist das 100er da, hier ist das 100er da, da ist es nicht da. Bei allen anderen bisher ist das 100er aber auch schon da, also Arktos, Zapdos, Lavados, da muss ich trotzdem aber nochmal auf eine Wiederkehr hoffen, weil ich bei manchen noch XL brauche, um es auf 50 zu ziehen, weil es damals ja noch nicht 50 gab und keine XL. So, wo waren wir bei? Suicune mit 237, da fehlt aber das 100er noch, das wird auch eins, weil auch XL fehlen, dass man noch ein bisschen raiden könnte eventuell und den Rest natürlich dann tauschen. Lugia. Lugia habe ich jetzt schon 200er gehabt. Da musste ich an sich nicht viel raiden. Lugia sind wir bei 441. Ho-Oh bei 729. Müsste wie gesagt Platz 2 sein. Darkrai lag bei 663, glaube ich. Ist also knapp da dahinter. Können wir daran aber auch nachschauen. Regirock 171. Regieis 419, weil ja die Glückstrades auch bei gesehen mit dazu zählen, oder? Mhm. Wenn ich einen Glückstausch mache, ja. Ja, aber gleichzeitig beim Gefangenen müsste man, ja, bei Gefangenen natürlich, was, ja, nein? Ja. Ja? Trotzdem habe ich da so einen riesengroßen Unterschied zwischen gesehen und gefangen. Naja, komisch. Auf jeden Fall hat das jetzt das Dings hochgepusht, ganz schön, mit 419, wenn ihr seht, dass hier nur 170 bei den anderen stehen. Auch Registeel hat 144 hier dabei, ist also
überschaubar und alles sind auf 50 in Level 100. Naja, in 100 auf Level 50. Na gut, das eine muss ich noch pushen, egal. Ihr seht, ja, Latias 436. Da waren auch Mega-Raids schon mit dabei. Wir haben Latios mit 433, Kyogre 489, Groudon 519, Rayquaza 435. Sind ja auch recht gute. Selve, gerade mal 52. Kein 100er am Start. Vesprit 98, Tobutz 48. Gab es ja auch nicht bei uns. Musste man über Fanraids machen und sich aus fremden Ländern einladen lassen oder einladen. Und ja, wann die mal wiederkommen oder was es damit auf sich hat, mal sehen, sind wahrscheinlich auch dann eher Tauschkandidaten, wo du wahrscheinlich ewig dran sitzt, weil die ja fast niemand hat. Das, was bei uns hier rumrennt, das könnt ihr massenhaft tauschen, aber das ist ja dann doch selten. Die Jalga 350 ist relativ gering, Palkia 145 ist noch geringer, aber da, auch da ist das 100er da, auf Level 50. Also manche waren recht günstig, wenn man das so sieht. Thomas fliegt rum. Heatran 428. Rigigigas 132. Und in denen sind schon 4 100%ige drin bei 132 Raids. Giratina 496. Cresselia 161. Da fehlt auch das 100er. Bei Kobalium mit 106 sind schon 200er drin. Terrakium 359, Viridium 357, theoretisch sind da 200er dabei, aber ich habe nur eins auf der Hand. Boreos 251, Voldolos 289, dann weiß ich immer noch nicht, wieso da nicht Demeteros kommt, sondern sie plötzlich Rigiram und Sekrom reinschieben. 191 und 173, auch relativ wenig, da hätte man auch mit 500 gerechnet. Dann Demeteros 192. Kyurem, also der Keilriemen mit 372, Xerneas 148, Yveltal 146, Kapu Riki 110, 110, XL sinnvoll, 100% Fangrate, guckt euch das an. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass kein einziges geflohen ist. 110 muss jetzt über Lucky Trades gemacht werden, da bin ich mal gespannt, sind momentan bei 9. Ob ich da unter den 100 bleibe, bis das 100er kommt. Kabu Falla, 112, Glücks 3, das sieht auch gut aus. Kabu Toro, 114. Kabu Kime, 67, kommt ja jetzt, denke ich mal, auch zurück. Cosmog steht dabei, 2,2, hey, 100% Fangrate, richtig genial. Cosmovum, 2,2, Solgaleo, 2,2, Lunala, 1,1, Sakyan, 60. Da ist das 100er drin. Da war ich mega lucky. Samazenta 66. Da fehlt aber das 100er noch. Regi Drago 661. Hier geben wir euch Codes. Regi Eklig, Eliki fehlt natürlich noch, weil das ist ja dann erst am Sonntag drin. Und jetzt schauen wir ganz kurz noch einfach nach Darkrai. Beziehungsweise kann man ja hier auch statt legendär einfach auf mysteriös drücken und dann müsste Darkrai auch dabei sein. Hier seht ihr zweimal Mew, dreimal Celebi, zweimal Jirachi, die Oxys 439, das sind auch 200er dabei, zwei verschiedene Formen. Darkrai mit 688, ist also auch jetzt wieder mehr geworden. Dann haben wir Shaymin 4-4, Victini 1-1, Keldeo 1-1, Meloetta 1-1. Da kommt hoffentlich auch irgendwann noch die andere Form. Genesect 177, ist auch ein 100er dabei. Hupa 2020 war ja viel in den Top-Rates. Zarude, was ich eigentlich auch gern mal auf 50 ziehen würde, aber mich nicht drauf, falls noch ein besseres kommt. Meltan 1355 und Melmetal 5. So, das waren alle. Ihr könnt ja mal eure Statistiken, Vergleiche reinziehen. Von welchem Raid-Boss habt ihr bisher am meisten Raids gemacht? Wo habt ihr auch eine 100er Fangrate oder irgendwas? Und ja, schreibt mal irgendwas da drunter. Ansonsten schöne Grüße, frohe Ostern. Heute Karfreitag, wie gesagt. Hallo Thomas, hallo Hannes, hallo Jeda. Moin. Genau, das war der Uwe, der ist auch dabei. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.